Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem zweiten Teil von dem diesjährigen Adventskalender von Game Accounts. Neben unseren Livestreams, die wir machen, wo wir Minecraft spielen, will ich auch dieses Jahr genauso wie letztes Jahr wieder zusammen mit dem Sven, wisst ihr Bescheid, den Nintendo Adventskalender erkunden. Dieses schicke Ding hier. Den seht ihr jetzt nur noch nicht, den seht ihr, wenn es denn funktioniert, hier seht ihr ihn. Irgendwie komplett komisch angezeigt, merke ich gerade. Das ändert es geschwind um. So, jetzt so umgeändert, jetzt passt es. Da haben wir hier diesen Adventskalender. Und mit denen werden wir uns jetzt anschauen, was da denn so genau heute so alles Interessantes drin sein wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, komm. Funktioniert. So. Yeah. Here we are. Und da schauen wir doch einfach mal, was hier jetzt am 1. drin ist. Und wir sehen, ich am 1. Dezember. Ein Nintendo Switch Lite. Was wird hier? Eine Nintendo Switch Lite. Genau. Mit einer Sakina und einer Summer Center Edition. Weil das ist quasi die Pokémon und da werden wir natürlich teilnehmen. Okay, da muss ich mich in meinem normalen Account anmelden, weil mit dem geht's irgendwie nicht. Aber generell klickt man hier auf jetzt teilnehmen. Dann nimmt man an den ganzen Spaß teil. Und eben heute am 1. gibt's die Nintendo Switch, die ihr hier sehen könnt. Ja, das werde ich fortan an jeden Tag so machen. Da werde ich einfach das Türchen öffnen und euch zeigen, was es da so gewinnen gibt. Und dann da selbst teilnehmen. Und das wird dann so bis Weihnachten ablaufen. Ihr könnt natürlich selbst auch bei Nintendo Kalender teilnehmen. Ist ja noch gesagt, dieses kein Sponsoring von Nintendo oder irgendwas macht das komplett frei. Ihr wisst ja, ich reagiere immer auf alles von Nintendo gefühlt, was es gibt. Sei es die, damals die Nintendo House Party auf der Gamescom, wo es ja dieses Jahr wirklich persönlich bei den neuen Formaten, die mir vor Ort live ansehen konnte, was ja cool war, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe auch Directs, habe ich da auch reacted und eben auch die Nintendo Adventskalender, weil ich finde das eine tolle Sache, dass Nintendo das anbietet und uns jedes Jahr die Möglichkeit gibt, da tolle Sachen zu gewinnen. Und dann sollte man mal ein Auge auch drauf werfen und auf das Zeugs reacten. So, machen wir es dem Impressum auch und da kommt bis zum 24. auch mal jeden Tag ein Video hoch mit der Reaction von dem, was im Kalender gibt. Ja, das war auch so mit dem Video für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut. Wir sehen uns noch einen schönen Adventssonntag. Und ciao.